Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zum Powerwash Simulator. Wir sind, ja, ich weiß, wir sind immer noch auf diesem Spielplatz und ich muss gestehen, langsam freue ich mich, wenn es vorbei ist. Also, ich kann den Spielplatz langsam nicht mehr sehen. Also, bin da ehrlich, Diese Kinder, die könnten ja auch mal dafür sorgen, dass ihr Spielplatz nicht so scheiße aussieht, indem sie halt mal vernünftig mit dem Ding umgehen würden, ne? Also, ja, langsam baut sich ein bisschen Missmut auf bei mir, ne? Also, man, ja, doch, ja. Ne, aber jetzt mal ernsthaft, oh, danke. Ich bin echt froh, wenn wir hier durch sind. Also, langsam kann ich kein Spielgeräte mehr sehen. So, hier noch eben das Ding. Lass das doch mal bitte als sauber zählen. Was ist denn daran jetzt noch dreckig? Das sieht für mich, sieht das gut aus. Oh ne, guck mal, da. Jo, fertig. Und hier? War das hier schon als sauber gezählt? Ich glaube ja, das zählte schon, okay. Manchmal muss man mal ein bisschen springen, ne? Das gehört dazu. So, dann machen wir jetzt mal hier diese Brücke sauber. Den Überweg. Nach Mordor oder so, ich habe keine Ahnung. Let's go. Mann, wie viel Drecksfußstapfen da sind, Alter. Wahnsinn. Richtig räudig, ey. Richtig räudig ist das. So. Das Schlimme ist, du weißt halt, du machst das jetzt sauber und in 3 Wochen sieht es doch eh wieder scheiße aus. Ne? Da kannst du alle 3 Wochen kommen. Aber gut, wenn die jedes Mal das Geld bezahlen, mein Gott, ne? Kann man aber auch mit leben, es gibt Schlimmeres, ne? Es gibt wirklich schlimmere Arbeiten, als hier so entspannt ein paar Spielgeräte abzuspritzen. So, über irgendwas wollte ich noch schnacken. Ich habe mir irgendwas überlegt, weil es ist hier so ein Game, da kannst du wunderbar ja nebenbei quatschen über Gott und die Welt, weil so viel passiert hier ja nicht. Aber was war's? Ich weiß es nicht mehr. Hatte mir irgendwas ausgedacht. Wenn man so reden kann. So, wir hatten schon über den Glasfaserausbau gesprochen, wir hatten über mein heutiges Essen gesprochen, wunderbar köstliche Schnitzel, wir hatten darüber gesprochen, dass ich nach Hamburg fahre am Wochenende und nächste Woche drauf nochmal. Boah, da können wir über das 9-Euro-Ticket sprechen, Mann, wie ich es vermisse. Ernsthaft, ne? Letzten Monat hätte mich das 9 Euro gekostet. Hin nach Hamburg, zurück nach Hamburg, hin nach Hamburg, zurück nach Hamburg und der Nahverkehr in Hamburg. Alles zusammen für den Monat 9 Euro. Jetzt kostet mich Hinfahrt nach Hamburg, Rückfahrt nach Hamburg am nächsten Tag, Hinfahrt nach Hamburg, Rückfahrt nach Hamburg wieder am nächsten Tag, plus der öffentliche Nahverkehr in Hamburg ab Hauptbahnhof 114 Euro. Letzten Monat waren es 9, jetzt sind es wieder 114. Ist das nicht geil? Da kommt Freude auf, ernsthaft. Dann müsst ihr jetzt schon das 9-Euro-Ticket. Aber wie es immer so ist, we can't have nice things. Es ist ja unfair, es ist eine unfaire Sache. Und deswegen nichts mehr mit 9-Euro-Ticket. Normalerweise wäre es dann der Moment, wo ich mit dem Auto fahren würde, tatsächlich, weil es einfach billiger ist. Aber da die Spritpreise so im Arsch sind, ist tatsächlich Autofahren nicht billiger. Also bin ich dann doch wirtschaftlich unterwegs und fahre mit dem Zug. Außerdem ist Zug einfach angenehmer. Vor allem, wenn man auf ein Konzert geht und vielleicht auf dem Konzert ein Bierchen trinken will. Oder 2 oder 3. Dann ist es natürlich einfach deutlich angenehmer, mit der Bahn zu fahren. So. Das wollen wir jetzt nicht verschweigen. Und ich fahre an sich eigentlich auch ganz gerne Bahn. Wenn sie denn fährt. Und wenn es preislich attraktiv ist. Wenn es preislich nicht attraktiv ist und sie nicht fährt, dann ja. Hat so ein Auto dann doch noch Vorteile, ne? Ja. Ja, machen wir hier Latte für Latte. Sauber. Oh Mann, Alter. Es zehrt langsam ein bisschen auf, das Game. Also, mir fehlt halt hier so ein Podcast oder sowas nebenbei. Ich mache ja nur das und quatsche. Ich sag's wirklich. Also, ich glaube so
nebenher, wenn man was daddelt, oder daddelt, wenn man irgendwie einen Podcast hört oder so, mega cool. Nur so wird es echt ein bisschen ermüden nach einer Zeit. Also jetzt nur Spielplatz, es könnte ein bisschen mehr Action vertragen. Ich bin froh, wenn der Spielplatz vorbei ist. Ernsthaft. Wir müssen auch an dieser Stelle jetzt nochmal reden, wie es weitergehen soll, ne? Möchtet ihr nach dieser Woche noch mehr hiervon sehen? Ich opfer mich da gerne für euch. Also ich habe kein Problem, auch noch den Golfcar und was auch immer da noch kommt. Ich denke, wir schaffen diese Woche wirklich maximal noch den Spielplatz. Mehr werden wir nicht schaffen. Und wenn wir uns heute ranhalten und die nächste Folge noch, dann ist der Spielplatz fertig. Dann haben wir aber die ganze Woche für den Spielplatz gebraucht. Die ganze verfickte Woche hat dieser Spielplatz gedauert. Das ist krass. Das ist echt krass. Man sagt nicht verfickt, ja? Das macht man nicht. Die ganze verdammte verfickte Woche, so sagt man es, haben wir für den Spielplatz gebraucht. Nein, das sagt man nicht, Leute. Ich entschuldige mich hier in aller Form. Das war ein Stressausrutscher, ja? Ihr müsst es mir nachsehen. Das ist dem Stress geschuldet, den ich hier aktuell habe bei der Arbeit. Ist halt schon sehr aufzehrend, ne? Nur das Klingen. Das klingende Geräusch erfreut mich noch. Aber ja, haut's mir mal gerne in die Kommentare. Soll es noch weitergehen? Wollt ihr was Neues sehen? Ich habe da erst gerade eben wieder was Neues erworben. Ich habe aber auch noch sehr viel Backlog. Also ich habe noch so unfassbar unendlich viele Simulatoren-Spiele. Und es kommen immer wieder neue dazu. Ich kann die gar nicht so schnell abarbeiten, wie neue dazukommen. Es ist total verrückt. Es ist total verrückt. So, damit ist dieser Überweg nun auch sauber. Ich würde sagen, dann machen wir erstmal wieder oben das Gebäude und arbeiten, oder machen wir erst unten? Wir machen, glaube ich, diesmal erst unten, wir sind ja eh gerade unten. Lass uns erst unten machen und dann machen wir oben. Das ist, glaube ich, ein ganz solider Plan, würde ich sagen. Ich habe nicht so wirklich eine Strategie, ne? Ich mache halt einfach. Mach einfach, bis alles sauber ist. Das ist meine Strategie. Spritz alles ab mit deinem dicken Schlauch. Bis alles sauber ist, ja. Kontext ist hier wichtig, das ist ganz klar, ne? Versteht sich, oder? So. Lalalalalalala. Ich überlege, was noch so los war. Apple hat neue Produkte angekündigt diesen Monat. Ich bin jetzt ja kein Apple-Jünger oder so, aber ich bin hier mal offen für alles. Ich habe zwar ein paar Apple-Produkte, das will ich jetzt nicht verschweigen. Und ich gebe immer wieder stolz und zufrieden zu, dass der Kosmos von denen, also wenn man dann wirklich alle Geräte oder viele Geräte von denen hat, dass jetzt Zusammenspielen natürlich ungeschlagen ist, was ganz klar ist, weil wie soll eine Android-Konkurrenz das hinbekommen mit so vielen verschiedenen Herstellern, die alle ihr eigenes Süppchen machen? Kann ja nicht funktionieren, ne? Aber dieses miteinander Verzahnte eines Apple-Kosmos, das ist schon was Schönes und was Feines. Bringt aber natürlich auch Nachteile mit sich, so ist es nicht. Auf jeden Fall habe ich aber neugierig und gespannt mir tatsächlich die Präsentation dieses Jahr angeguckt, weil Apple hat ja seit Ewigkeiten diese, wie nennt man sie, die Notch oben, die halt schon echt fett ist. Da sind natürlich Android-Konkurrenten durchaus schon weiter, die nur noch ein Punch-Hole drin haben. Die haben zwar auch nicht so viel Technik, die verstecken müssen, weil die ja nicht so ein Face-ID haben und so. Kann man aber auch überstreiten, ob man das braucht oder nicht. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, ich finde das mega angenehm. Aber einige schwören ja dann doch lieber auf den Fingerabdrucksensor. Ich finde es natürlich sehr angenehm, das mit Face ID zu machen, weil es halt super schnell geht und ich nichts brauche. Es geht auch wunderbar, wenn ich Handschuhe anhab und so. Ich bin da schon ein Fan von und inzwischen geht es ja auch mit Maske und so, alles cool. Naja, aber die hatten ja jetzt dann, ist ja einiges geleakt so und dann war dieses neue Notch-Design da mit dieses schwebende Loch irgendwie so. Ich so, boah, das sieht ja mal poppen hässlich aus. Was wird das, wenn es mal fertig ist? Und jetzt haben sie es ja revealed. Es ist das Dynamic Island. Alter, was ein Name. Aber da muss ich mal echt Props hauen. Ich fand es ein Geniestreich tatsächlich, auf die Idee zu kommen, weil jetzt haben sie ja auch nur noch ein Punch-Hole sozusagen drin, für die Kamera und diesen LiDAR-Sensor für die Fresse. Und ein Punch-Hole alleine sieht aber halt scheiße aus, deswegen nutzen die das jetzt als Dynamic Island und verstecken das Loch der Kamera, indem sie dort sozusagen sowas wie eine Mini-Taskbar eingebaut haben, die halt einfach dynamisch sich an den Kontext anpasst. Und das ist also tatsächlich beeindruckend clever. Da muss ich mal wieder Lob raussprechen, weil es einfach so genial einfach ist und so eine geile Idee. Das hat mich tatsächlich ziemlich überzeugt. Ich fand das, also erst fand ich es echt hässlich so, aber jetzt muss ich sagen, clever. Sehr, sehr clever. Da muss ich mal Props raushauen. Das gefällt mir echt gut.
Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Aber sinnvoll den Platz genutzt und man merkt jetzt halt gar nicht, dass da ein Punchhole drin ist, weil es jetzt einfach als Anzeige für allerhand kontextbezogene Dinge genutzt wird. Wie zum Beispiel, du hörst Musik, dann siehst du oben jetzt permanent dann dein Spotify zum Beispiel da am Laufen. Also während ich in einer anderen App arbeite, kann ich trotzdem sowas wie Musik oder Navigation oder was auch immer, Ladezustände und sowas, das kannst du jetzt immer in diesem sich je nach Kontext anpassenden Dynamic Island sehen, das auch die Größe verändern kann und so. Also ist echt, es ist clever. Es ist wirklich clever. Da muss man mal wieder Praise raushauen. Preislich natürlich, holy shit. Alles nochmal ein bisschen angedreht. Gut, der Euro ist schwach, ja. Aber so schwach ist er dann auch nicht, Alter. Ja, das ist hier mal wieder mit der Gabel geschrieben, ne? Naja. Wo ich auf jeden Fall drauf gespannt bin, sind die neuen AirPods Pro. Es ist natürlich im Kopfhörersegment sind das nicht die krassesten Dinger im Vergleich mit der Konkurrenz. Da gibt es auch schon bessere, wobei die waren jetzt ja auch alt. Also mal sehen, wie diese neue Revision 2 davon ist. Weil die Dinger habe ich tatsächlich überzeugt. Ich habe diese normalen AirPods Pro schon ziemlich lange, habe sie leider jetzt einmal mitgewaschen und durfte mir sie deswegen neu kaufen. Das hat wehgetan, Alter. Weil waschmaschinenfest sind die dann doch nicht. Und ich finde die ziemlich geil. Also, die hat mich sehr überzeugt. Und da bin ich tatsächlich mal neugierig, was da diese neue Generation bringt. Die soll ja doppelt so viel Voice Cancelling unterstützen. Dann kannst du jetzt ja mit deinem iPhone und einem passenden LiDAR-Scanner, also je nachdem welches iPhone du hast, kannst du eine Ohrmuschel abscannen, damit sich die Dinger dann auch noch softwaretechnisch an dich anpassen, an deine Ohren, weil jeder Kopf und jeder Gehörgang ist ja anders. Die hauen auch mal so Zeug raus, Alter. Das ist schon irgendwie cool. Die Frage ist halt, wie viel das wirklich nachher bringt, ne? Aber cool ist es. Das muss man schon sagen. Und wenn das nachher gut funktioniert, ey, why not? Die werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich mir auch organisieren irgendwann. So, ja, das war noch neu. Und eine neue Apple Watch haben sie angekündigt. Da ist es, hat mich jetzt auch nicht tangiert, das Ultra-Teil da. Diese Apple Watch Ultra, aber ich muss sagen, so für Leute, die halt so Hochleistungssport machen und so, sah das schon ganz spannend aus, ne? Das härtere, robustere Ding. Mit den speziellen Armbändern für Wasser oder Hiking und was weiß ich was. Auch nicht blöd, ne? Da muss man halt auch sagen, sind sie halt immer noch mit Abstand so weit von weg von der Android-Konkurrenz. Also es gibt halt leider, ich wollte ja wieder zurück, ich habe mal irgendwann, habe ich mir gedacht, so weißt du, ich habe gar keinen Bock auf Apple gehabt, aber die Uhr, diese Smartwatch ist halt so cool und ich dachte mir, okay, komm, du bist Informatiker, du bist neugierig, ich will einfach mal sehen, wie das ist. Dann habe ich mir gesagt, so, jetzt machst du es halt einfach einmal für eine Generation. Ich brauchte eh ein neues Handy, jetzt holst du dir mal den ganzen Kosmos. Eine Uhr, die Kopfhörer, ein Handy. Und ich habe mir sogar so einen Mac geholt dann, fürs Rendern und so, weil der einfach deutlich weniger Strom verbraucht mit dieser M1 Mac, als mein riesiger Fett-Render-PC da, weißt du, mein Gaming-PC. Früher habe ich immer mit dem Gaming-PC gerendert und auch mit dem Gaming-PC hochgeladen. Und dann ist das Ding halt teilweise die ganze Nacht an und lädt Dinge hoch, dieser fette Riesenhobel, ne? Und das kann halt auch wunderbar der Cracker machen, dieser kleine Mini-Mac da, der braucht ja nichts an Strom. Und dann lasse ich den das jetzt immer machen. Ja, dann habe ich mich mal in diesen Kosmos zurückbegeben und fand's jetzt nicht schlecht, aber mich haben auch einige Sachen gestört. Und ja, ich habe gedacht, ich vermisse diese Freiheit, dass ich zum Beispiel Emulatoren drauf installieren kann auf meinem Gerät und keine Ahnung was an Gedöns. Ich habe halt so irgendwie das Gefühl gehabt, weil du bist halt schon ein bisschen, du kannst halt nicht immer frei alles installieren, wenn du es nicht jailbreaks. Ich habe es nicht gejailbreakt, hatte ich auch nicht vor, wollte ich auch nicht machen, mache ich auch bis heute nicht. Und ja, da habe ich mir schon gedacht, die ganze Freiheit, die du so hast, diese Anpassungsmöglichkeiten, diese Individualität, die du bei Android hast, die fehlt dir irgendwie, das vermisst du irgendwie. Und da wollte ich wieder zurück in den Android-Kosmos und hatte mir, glaube ich, ein neues OnePlus geholt und eine Samsung Galaxy Watch, weil Smartwatch musste dann schon sein, da konnte ich nicht mehr von los, also ohne Smartwatch geht nicht mehr. Und man muss einfach sagen, wie das ist, was Smartwatches angeht, gibt es im im Android-Universum nicht mal ansatzweise irgendwas, was nur eine Idee an diese Apple-Uhr rangeht. Also wirklich von der Qualität der Verarbeitung, von dem Funktionsumfang, von den Apps, von allem. Also wirklich, da ist Android so ein Kilometer, Milliarden weit von entfernt, da den
Apple-Jungs irgendwie nur ein bisschen Konkurrenz zu machen, weswegen ich habe das so krass vermisst, diese Uhr und diese Fähigkeit und Funktion dieser Uhr. Es ging nicht anders, ich bin dann wieder zurück. Und jetzt bin ich gefangen. In diesem Apple-Kosmos, tatsächlich. Und bin aber sehr gespannt, was die neue Google-Uhr bringt. Leider finde ich sie optisch sehr, sehr hässlich. Wie heißt sie denn? Die Google Pixel Watch da. Ich wünsche mir das ja wirklich einfach nur aus dem Konkurrenzgedanken her auch, weil es auch nicht gut ist, wenn du einen Marktführer hast, der die ganze Zeit Marktführer ist. Dann wird Innovation gehemmt, wobei noch sind die ja fleißig, die Boys da. Bisschen was kommt ja immer Neues dazu bei Apple, aber so die dicken Sprünge wie früher kommen ja aktuell nicht. Und deswegen begrüßt man so ein bisschen Konkurrenz, aber momentan in diesem Smartwatch-Sektor gibt es eigentlich nur die Samsung Galaxy Watch so als wirklich ernstzunehmende Konkurrenz und die ist halt auch relativ kacke. Muss man einfach sagen, die ist schon okay, aber Alter, kannst du nicht vergleichen. Auch, weißt du, alleine die Deutsche Bahn App, ich habe halt diesen blöden Deutsche Bahn Navigator auf meinem iPhone und dann habe ich diese tolle Apple Watch, wo auch der Deutsche Bahn Navigator drauf ist und dann buche ich mir mein Ticket jetzt zum Beispiel für nach Hamburg. Da habe ich mir, weil es billiger ist als zweite Klasse zu fahren, ohne Spaß. Es ist billiger, es kostet nämlich nur 19,90 Euro statt 24 Euro mit dem Niedersachsen-Tarif. Weil es billiger ist, habe ich mir erste Klasse den IC gegönnt nach Hamburg. Mit Sitzplatzreservierung, der kostet nämlich nur 19,90 Euro. Und dann kannst du schön deine Verbindung da in die Deutsche Bahn Navigator App reintun. Und die zeigt das dann auf deiner Uhr an. Und dann hast du, ohne dass du dein Handy rauskramen musst, auf deiner Smartwatch stehen, wann fährt dein Zug los. Also wenn du eben kurz gucken willst, wie viel Zeit habe ich noch, bis Abfahrt ist, eben auf der Uhr gucken. Zug fährt in so und so vielen Minuten oder Stunden oder was auch immer. Mega nice. Dann steht da ganz genau, wo du hin musst und an welches Gleis du musst. Und ich hatte das in Bremen mal. Dann stand ich da am Gleis, habe gewartet auf meinen Zug und dann fuhr der aber abweichend von einem anderen Gleis ein. Und das kriegst du normalerweise ja dann nur am Bahnhof über die Anzeigen mit, wenn das dann da irgendwann mal steht und eine Durchsage kommt. Aber dadurch, dass ich das auf meiner Apple Watch hatte, hat die dann vibriert und meinte, Junge, Fuxi, beweg dich mal bitte zu Gleis 7. Dein Zug fährt heute abweichend von Gleis 7 und da musst du dich bitte bewegen, weil deine Sitzplatzreservierung ist in Wagen 1 und Wagen 1 ist dann im Bereich B oder so. Mega geil, da steht alles. Da steht, welchen Sitzplatz du reserviert hast, in welchen Bereich des Gleises du musst. Und das hast du alles auf deiner Uhr. Da musst du nicht dein Handy rauskramen oder so ein Scheiß. Da kannst du eben dein Wrist, eben dein Handgelenk drehen und dann siehst du sofort, wo muss ich hin, welchen Wagen habe ich, welchen Sitzplatznummer habe ich, ohne Papier rumzuwühlen oder sonst irgendwas. Das ist halt einfach sexy. Das ist einfach geil. Ja. Und ja, aufgrund dieses Komforts, gab es für mich aktuell keinen Weg zurück. Und ich habe dann für mich so ein bisschen abevaluiert. Klar, du hast halt nicht mehr diese ganzen Freiheiten da irgendwie jetzt. Also man kann sich die ja holen, wenn man will. So ist es ja nicht. Wenn man möchte, kann man sich diese Freiheiten holen. Aber generell hast du erstmal natürlich deutlich weniger Freiheiten als bei einem Android, wo du einfach machen kannst, was du willst. Ja? Scheißegal. Mach, was du willst. Bei den meisten. Nicht bei allen. Aber selbst wer ein bisschen Informatiker ist, kriegt das hin. Ne? Der schafft das schon. Und, was soll ich denn jetzt machen? Ich muss irgendwie, ich weiß auch nicht so genau, wie ich das machen will. Und ja, ich habe dann halt für mich, ich hatte damals mein OnePlus, da hatte ich dann Super Nintendo Emulator drauf und N64 und ich konnte Spyro the Dragon auf dem PlayStation 1 Emulator spielen. Ich habe das dann immer gemacht, oder hier Morrowind zum Beispiel. Ich hatte Morrowind auf meinem Android-Handy und das lief gut. Das lief echt gut. Das hat man dann installiert, hat das dann gestartet und gemerkt, boah, es geht, ey, voll geil. Hat sich dann gefreut, dass das geht. Hat das dann einmal kurz für 20 Minuten gemacht, gedaddelt, und dann hat man und danach fährst du es halt nie wieder an, weil wann spielst du denn mal Morrowind auf dem Android-Handy? Wann mach ich denn das? Nie, weißt du, aber man hat sich halt einen Keks gefreut, dass es geht, ne? Dafür hatte ich dann immer Stress mit meinen Notifications, die nicht zuverlässig gingen, oder meine Wecker, die nicht zuverlässig gingen, oder halt die elementaren Dinge, die wichtig sind, für die du so ein Gerät benutzt, ne? Wie oft bin ich zu spät zur Arbeit gekommen, weil der Wecker nicht funktioniert, weil die Wecker-App nicht richtig lief, ja? Oder wie oft habe ich wichtige Dinge nicht mitbekommen, weil einfach die Notifications nicht mehr richtig funktioniert haben. Und bei solchen grundlegenden Dingen lief es halt nicht rund. Dafür hatte ich diese super Freiheiten. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, du ganz ehrlich, diese Freiheiten sind lustig, ich nutze sie halt nur nie.
Und dann nehme ich lieber ein Gerät, wo ich weniger frei habe, aber wo alles funktioniert. Es funktioniert in der Regel halt immer alles. Meine Notifications kriege ich überall auf jedem Gerät, auf meinem MacBook, überall sehe ich, wenn mich jemand nervt. Ich kann hier einstellen, so ab 20 Uhr ist Schicht im Schacht, dann geht dieser Ruhemodus an auf all meinen Geräten, auf der Uhr, auf dem Mac, auf dem Handy und dann kommt da keine Nachricht mehr durch, außer von meinen VIP-Kontakten. Dann hast du Ruhe und kannst detoxen. Also es ist schon, ja, das war dann der Moment, wo ich für mich entschieden habe, ja, wahrscheinlich, also manchmal sind halt Features nicht alles, manchmal ist Zuverlässigkeit und Einfachheit und Funktionalität dann doch einfach Key, ne? Aber egal, so viel dazu, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinhauen, wie ihr da so steht. Was nutzt ihr denn so für ein Smartphone und Gerät und warum? Und ja, wenn ihr Bock habt, ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, muss ich erstmal ein Stückchen trinken hier. Dann lasst ihr doch bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass wir im nächsten Part fertig werden, weil wir jetzt in diesem Part nicht mal das ganze Ding geschafft. Und hier kommt nochmal so ein Ding plus dieses Gestrüppe. Schaffen wir nicht. Aber egal. Bis dahin euch erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.